Es ist mal wieder ein Realpaket gekommen, da habe ich mir gedacht, dann mache ich mal wieder ein kleines Unboxing, so wie immer eigentlich. Gucken wir da mal rein. Zack. Was haben wir denn hier? Feines. Okay, jetzt bin ich natürlich gegen die Kamera gekommen. Ich werde das mal jetzt schnell zur Seite stellen. Überraschung, Überraschung. Viel zu wenig Platz. So, ein riesiges Paket. Oh. Hier ist das. Hier ist der SkyShock. SkyShock RC, den habe ich mir geschossen. Für einen wirklich günstigen Preis, wie man gesehen hat bei Real. Kann fahren, fliegen, kann automatisch die Flügel einfahren, was ich ziemlich witzig finde. Sondern dann direkt nach der Landung. So, gucken wir da mal rein. Das wird nicht immer. Brand interessiert, wie das aussieht. Hat Flori sich wieder ein Spielzeug gekauft. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer wieder mache. Yes, weil ich Spielzeug liebe. So, wie kriege ich ihn auf? Hier kann ich erstmal irgendeine Anleitung rausholen. Die reiße ich einfach raus. Okay, das ist echt komisch eingepackt. Hier muss ich es aufmachen, da überall in alle möglichen Richtungen. Was soll denn das? Oh, das ist voll kompliziert. So, habe ich jetzt alles irgendwie offen? Ich muss jetzt 2 Sekunden warten, weil es geht einfach nicht anders. Verdammt. Ich habe es immer noch nicht offen. Oh Mann! Okay. So sieht das gute Stück aus. Jetzt reiße ich das hier mal schnell ab. Das war ja wieder lieblos. So, hier hätten wir die Fernbedienung. Da muss ich mich noch reinfuchsen, wie das funktioniert. Bei dem Ding muss ich auf jeden Fall die Bedienungsanleitung mal behalten. Es ist einfach mal irgendwie. Ich schneide mir noch in die Hände, wenn ich so weitermache. Okay, ich muss jetzt mal von der anderen Seite da ran. Das ist blöde eingepackt. So, jetzt möchte ich gerne das Teil bitte raus haben. Ja, geht doch. Zack. So, jetzt gehen wir an die Seite. Machen hier die Laschen auf. Raus da. Zacker. Die Lasche hier. Ja, das ist. Da habe ich ja jetzt. Da habe ich jetzt wirklich die Ruhe für ihn. So, das aus der Lasche raus. Auch noch irgendwas in irgendwelchen Laschen drin. Upsala. Hier auch. Das kann man einfach durchdrücken. Hier sind noch Laschen. Überall sind hier Laschen. Zack. Zack. So, jetzt haben wir es endlich raus, glaube ich. Puh. Das war anstrengend. So. So, jetzt ist es aber raus. Verdammt Axt. Okay, so sieht das gute Stück aus. Ich habe keine wirkliche Ahnung. Hier ist die Ladebuchse. Dann sind da wahrscheinlich Lampen, dass man sehen kann, welcher Status gerade ist. Was ist das? Keine Ahnung. Hat nur irgendwas Aufkleber drauf. Ich lasse es einfach mal drauf. Ja, ist einfach nur so ein Ding aus Styropor. Ziemlich günstig gemacht, wenn man sich so die Räder und so anguckt. Gott, wie oft sollen das halten? So wie ich fliege, da zerlegt sich das Ding gleich bei der ersten Bruchlandung. Aber wie gesagt, ich habe das bei Real gekauft, habe dafür glaube ich 12 Euro und ein paar Zerquetschen bezahlt.
Ja, und bei 12 Euro ein paar Zerquetsche kann man da jetzt auch nicht ganz so viel erwarten. Ich werde euch die ersten Flugversuche werde ich euch zeigen. Ich denke, die ersten Flugversuche werden dann definitiv auch die letzten Flugversuche sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Wenn nicht, lasst mir halt kein Like da. Abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Link von dem Teil ist unten, wie immer unten drunter. Bis denn dann. Ciao.